Würselen. Im äußersten Westen Nordrhein-Westfalens gelegen, befindet sich die Stadt mit ihren rund 40.000 Einwohnern dennoch mitten im Herzen Europas. Sie liegt unmittelbar im Dreiländereck von Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Das in Würselen gelegene Aachener Kreuz sorgt dafür, dass Städte in der Umgebung schnell und einfach erreicht werden können. Gleich drei Autobahnen kreuzen sich hier. Sie führen in Richtung Köln, Düsseldorf, Niederlande und Belgien. Diese optimale Anbindung bietet sowohl Vorteile für Pendler als auch flexible Ausflugsmöglichkeiten für Familien. Weiter punkten kann das Würseliner Verkehrsnetz durch seinen Verkehrslandeplatz Merzbrück. Auch innerstädtisch hat Würselen mit seinen drei Ortsteilen viel zu bieten. Die Quartiere Bardenberg, Bruchweiden und Würselen haben jeweils ihren eigenen Charakter und ihre einzigartigen Facetten behalten. Doch hat auch jeder Stadtteil sein eigenes Wahrzeichen. In Bardenberg ist es der Wasserturm, in Bruchweiden die Pfarrkirche St. Lucia und in Würselen die Pfarrkirche St. Sebastian, die öfter auch liebevoll Dom von Würselen genannt wird. Im Kirchturm befindet sich eine steinerne Teufelsfigur, wegen der die Stadt auch den Beinamen Düvelstadt, also Teufelsstadt, trägt. Doch das ist bei weitem nicht alles, was man mit Würselen verbindet. Besonders die Jungenspiele haben hier einen hohen Stellenwert. Tradition und Modernität gehen dabei Hand in Hand, denn das jahrhundertealte Maibrauchtum erfreut sich hier nach wie vor großer Beliebtheit, und zwar bei Jung und Alt. Drei Wochen nach Pfingsten ziehen junge Frauen und Männer in Ballkleidern und Anzügen festlich gekleidet durch die Straßen der verschiedenen Ortschaften. Begleitet werden sie von akrobatischen Fahnenschwenkern. Das lebendige Treiben lockt viele Menschen, auch überregional, an, sich das Spektakel live anzusehen. In den Stadtteilen werden Festzelte errichtet, die in den folgenden Wochen zum gemeinsamen Feiern einladen. Kein Wunder also, dass man sich auch mit dem Titel Stadt der Jungenspiele schmücken kann. Aber nicht nur das Maibrauchtum hat Würselen maßgeblich geprägt. Auch die anderen rund 250 Vereine und die zahlreichen Ehrenamtler sind charakterbildend. Bei dem breit gefächerten Angebot ist für jeden etwas dabei. Vor allem in den letzten Jahren hat sich Würselen zu einem attraktiven Standort für Familien entwickelt. So werden stets neue, attraktive Wohnmöglichkeiten geschaffen, um das Angebot auszubauen. Zahlreiche Betreuungsangebote sorgen dafür, dass sich Familie und Beruf einwandfrei vereinbaren lassen. Allein 20 Kindertagesstätten sind im Stadtgebiet zu finden. Auch das Schulangebot ist breit gefächert. In Würselen gibt es 7 Grundschulen mit jeweils angeschlossener offener Ganztagsschule, 2 Gymnasien und eine Gesamtschule. Darüber hinaus stehen das Weiterbildungskolleg der Städteregion Aachen als große Schule des zweiten Bildungsweges und die Volkshochschule Nordkreis Aachen zur Verfügung. Nicht zu vergessen natürlich die Nähe zur Fachhochschule und zur RWTH Aachen. Und auch sonst hat die Stadt alles, was der Mensch begehrt. Tolle Shopping- und Einkaufsmöglichkeiten und mit dem Rhein-Maas-Klinikum auch eine optimale Gesundheitsversorgung. Rund 62.500 stationäre und ambulante Patienten werden hier jährlich behandelt. Dabei stellt die größte Klinik der Städteregion auch den bedeutendsten Arbeitgeber dar. Umgeben von Feldern, dem Naherholungsgebiet Wurmtal und dem eigenen Stadtwald sind Wanderern, Joggern, Reitern und auch Bikern bei der Freizeitgestaltung keine Grenzen gesetzt. Ein weiteres Highlight findet sich auf der ehemaligen Kohlenhalde der Grube Guhlei, eine der ältesten im Aachener Revier. Hier erwarten den Spaziergänger riesige weiße Graniteier, die in der Umgebung von schwarzen und weißen Halden, daher auch der Projektname Black and White, ein ungewöhnliches Bild bieten und an urzeitliche Dino-Eier erinnern. Ein weiteres Freizeitangebot bildet die Burg Wilhelmstein. Hoch über dem Wurmtal gelegen, wurde an der mittelalterlichen Festungsanlage ein Freilichttheater eingerichtet, welches jeden Sommer als Bühne für verschiedene Kultur- und Musikveranstaltungen dient. Konzerte, Kabarett, Lesungen, Theater und Kinovorstellungen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das überregional bekannte und beliebte Open-Air-Programm zieht immer wieder hunderte Menschen in die Arena im Schatten der alten Burgmauern. Würselen, das ist unsere Stadt. Die Stadt der Jungenspiele.